Die Linke hat als Nächste das Wort. Guten Morgen, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir behandeln heute etliche Gesetzesänderungen, die den Bau oder den Umbau von Infrastruktur beschleunigen sollen. Dazu sollen Genehmigungsverfahren abgekürzt werden. Okay. Nun stellt die Koalition ja selber fest, wir haben es gehört, dass in der Vergangenheit bereits eine ganze Reihe solcher Maßnahmen beschlossen worden sind, und das stimmt. Aber leider ist bis heute nicht ersichtlich, welche Wirkung eigentlich damit erzielt worden ist. Sie haben übrigens gegen die Stimmen der Linken demokratische Beteiligung erschwert. Sie haben Umweltschutz abgebremst. Sie haben Entscheidungen zentralisiert. Sie haben Einwände ausgeschlossen. Und was ist dabei herausgekommen? Sind die Umsetzungen schneller geworden? Wir wissen es nicht. Es gibt keine Untersuchung und keine Auswertung. Das ist ein Kritikpunkt, der nicht nur von uns kommt, sondern auch von den beteiligten Verbänden. Und wir fordern von der Bundesregierung, endlich eine ordentliche Evaluation vorzulegen. Das ist das Mindeste. Jetzt steht also das nächste Beschleunigungspaket auf der Tagesordnung. Und immerhin, dieses Mal liegt der Schwerpunkt der Koalition nicht beim Straßenausbau. Dieses Mal geht es nicht gegen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Mit dem neuen Gesetz sollen die Genehmigungsverfahren für den Aufbau von Windrädern, für die Modernisierung von bestehenden Schienenstrecken und für Lärmschutzmaßnahmen vereinfacht werden. Da haben wir zwar im Detail noch Änderungsbedarf, aber im Großen und Ganzen sind wir einverstanden. Wir werden das im Verkehrsausschuss noch diskutieren. Dort wird auch eine Anhörung stattfinden. So weit, so gut. Allerdings bleibt ein ganz gravierendes Problem, was die Investitionen des Bundes angeht, völlig ungelöst. Nämlich, dass diese Investitionen immer noch zum großen Teil in alte fossile Infrastruktur fließen. Und dagegen hilft ein bisschen Beschleunigung bei der Elektrifizierung von Bahngleisen wenig. Für die Energiewende ist es schädlich, wenn neue Kohlemeiler ans Netz gehen. Und für die Verkehrswende ist es schädlich, wenn neue Autobahnkilometer ans Netz gehen. Ich habe dafür ein ganz konkretes Beispiel. Anschaulich. Hier in Berlin wird der nördliche Berliner Ring von 4 auf 6 Spuren erweitert. Dafür müssen alle 38 Brücken, die die Autobahn kreuzen, abgerissen werden und durch Neubauten ersetzt. Eine dieser Brücken ist eine 4-gleisige Eisenbahnbrücke für die S-Bahn, Regionalbahn und den Schienenfernverkehr zwischen Berlin und Oranienburg. Und hier sind normalerweise jeden Tag tausende Pendlerinnen und Pendler klimafreundlich unterwegs. Die haben jetzt über Jahre immer wieder Scherereien, müssen umsteigen, Schienenersatzverkehr und so weiter. Am Ende werden 650 Millionen Baukosten in den Straßenverkehr geflossen sein. Und das sind Fehlinvestitionen im doppelten Sinn. Erstens, das Geld ist falsch eingesetzt. Und zweitens, es wird bei der Modernisierung und beim Ausbau der Bahn fehlen. Und das muss endlich ein Ende haben. Es ist doch ganz klar. Mehr Verkehr auf die Schiene bleibt halbherzig, wenn gleichzeitig der Straßenverkehr wächst. So werden die Klimaschutzziele nicht erreicht. Und erst recht nicht, wenn für neue Autobahnabschnitte wertvoller Waldbestand zerstört wird, unsere einzige CO2-Senke. Genau das aber steht in meinem Heimatland Hessen gerade bevor. Eine Fläche von 100 Fußballkilometern Größe soll demnächst für den Weiterbau der A49 abgeholzt werden. 250 Jahre gewachsener Wald, im Wasserschutzgebiet noch dazu. Und dahinter stehen Planungen, die 40 Jahre alt sind. Planungen, die überhaupt nichts zur Lösung heutiger Probleme beitragen. Im Gegenteil. Deshalb sind ja auch längst Alternativen erarbeitet in der Region. Und die werden auch von Kommunen unterstützt. Dazu gehört zum Beispiel die Reaktivierung von Bahnstrecken. Es ist also völlig widersinnig, am Bau dieser Autobahn festzuhalten. Und es ist kein Wunder, dass immer mehr junge und ältere Menschen Widerstand dagegen leisten. Mit Demonstrationen, Waldspaziergängen, Mahnwachen, Protestcamp und Baumbesetzungen. Als Linke stehen wir an der Seite dieser Menschen, draußen, aber auch hier im Parlament. Ich sage Ihnen voraus, dass mit dieser Bewegung ein ähnliches Symbol entsteht wie mit der Bewegung für den Erhalt des Hambacher Waldes für den Kohleausstieg. Wir brauchen den Autobahnbauausstieg.
Und dass der zuständige hessische grüne Minister Tarek Al-Wazir hier als Vollstrecker der klimaschädlichen A49 in Erscheinung tritt, das ist ein Problem für die Grünen, aber es ist auch ein Problem für die Demokratie. Die Mehrheitsverhältnisse im Hessischen Landtag sind ja inzwischen deshalb andere, weil so viele Bürgerinnen und Bürger eine umweltverträgliche Wirtschafts- und Verkehrspolitik wollen. Und es muss möglich sein, solche alten Bundesverkehrswegepläne aufzugeben und zu ändern. Unsere Orientierung lautet Eisenbahn statt Autobahn und Wald statt Asphalt. Das ist eine Neuausrichtung der Investitionspolitik im Sinne der Linken und im Sinne des Großteils der Bevölkerung. Eine solche Neuausrichtung der Investitionspolitik wollen wir, und zwar mit großer Beschleunigung. Vielen Dank.